Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde, und heißen euch herzlich willkommen zur Preview auf den morgen anstehenden Pay-Per-View Fastlane. Vielleicht könnt ihr an meiner Stimme es erkennen. Ich lag die letzten Tage mit einer fiebrigen Infektion im Bett. Bin immer noch nicht so ganz wieder auf dem Damm, aber für die Preview reicht's. Und umso glücklicher bin ich, dass ich einen dafür umso mehr motivierteren Jens an meiner Seite habe. Hallo Jens! Schleimer und glatt gelogen. Jetzt egal. Bist du etwa nicht motiviert. Geht so. Wie kommt das denn? Keine Ahnung, ich habe mir die Karte angeguckt und mittelmäßig. Lassen wir uns überraschen. Also wir haben ja die letzten Wochen auch bei der Raw Review schon ein paar Mal drüber philosophiert. Manches von dem, was wir gesagt haben, könnte sich heute tatsächlich ein Stück weit wiederholen, weil irgendwann hat man ja auch das meiste zu den Matches dann auch gesagt. Und naja, vielleicht kriegen wir noch die eine oder andere neue Sichtweise oder Nuance auf das eine oder andere Match. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, Fastlane. Zu früheren Jahren stand an dieser Stelle der Elimination Chamber Pay-Per-View. Eigentlich einer der Pay-Per-Views, die bei den WWE Smarks zu den beliebteren Pay-Per-Views zählten. Wurde wohl, nach dem, was man hörte, aus finanziellen Gründen gestrichen. Und jetzt haben wir Fastlane und, wenn man es genau nimmt, ein ganz normaler B- oder C-Pay-Per-View ohne Gimmick, ohne irgendwas Besonderes. Einfach nur ein Pay-Per-View, um die Zeit bis WrestleMania totzuklatschen, oder? Ja, aber ich persönlich war eh nie ein großer Fan des Elimination Chamber Pay-Per-Views, weil ich die These verfechte, dass eigentlich zumindest der Champion, wenn nicht sogar der gesamte Main Event von WrestleMania 30 nach dem Royal Rumble feststehen sollte. Ich meine, okay, das hat man jetzt hier, ist jetzt hier auch nicht der Fall. Aber er sollte, und dementsprechend war mir der Elimination Chamber immer ein Dorn im Auge, weil ich, keine Ahnung, weil es für mich irgendwie vollkommen akklimatisch wirkt, dass nach dem Royal Rumble, wenn dort der Sieger feststeht, noch nicht der Champion feststeht. Ich finde, das hat den Aufbau eindeutig immer beeinträchtigt. Natürlich heißt das jetzt nicht unbedingt, dass man den Aufbau dann in den nächsten Jahren ohne Elimination Chamber irgendwie besser hinbekommt. Aber ich war eigentlich immer dafür, dass man den Royal Rumble und WrestleMania ein bisschen näher zusammenrückt und nicht unbedingt so viel Zeit lässt. Also keine Ahnung, den Royal Rumble könnte man ja genauso gut Anfang Februar bringen und ja, WrestleMania eben halt Ende März. Dann ist die Zeit nicht so lang und dann braucht es einfach kein Pay-Per-View dazwischen. Aber ja, keine Ahnung, Fastlane. Ich meine, der Name ist nicht von Bedeutung. Ich meine, manchmal hört man ja direkt, dass Leute sagen, ich möchte gern, keine Ahnung, nur Mercy zurück oder dies und das und jenes. Ist doch alles vollkommen ohne Bedeutung. Eine Pay-Per-View ohne direkte Stipulation ist ein Pay-Per-View. Wie der heißt, wem interessiert das? Gibt's einen Unterschied zwischen Fastlane und Over the Limit oder Fastlane und No Way Out oder Fastlane und Schlag mich tot? Ist doch alles das Gleiche. So sieht's wohl aus. Wobei ich gerade überlege, bei Elimination Chamber hat der Titel auch diverse Male in der Tat gewechselt, ne? Also es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie künstlicher Spannungserzeuger war. Ich meine, der Taker hat in der Chamber den Titel schon mal verloren vor Mania und ich meine, er war auch in der Tat nicht der Einzige, ne? Von daher. Ja, aber es gab ja, ich meine, früher auch zwei Titel, muss man ja schon mal dazu sagen. Ja, stimmt. Ich glaube, das Ganze ist ja dem Ganzen nur geschuldet gewesen, dass zwischen dem Royal Rumble und WrestleMania so viel Zeit war, also in Anführungsstrichen viel Zeit. Zu den Zeiten, wo es bloß 4 Pay-Per-Views gab, das war das ja wieder was anderes. Aber deshalb musste man noch irgendwie was dazwischen schenken. Aber wie gesagt, gegen das Elimination Chamber Match an sich oder den Pay-Per-View habe ich nichts, aber ich vertrete die Antithese zu Julian, der der Meinung ist, dass das nochmal Schwung reingebracht hat. Ich sage, es hat einen Aufbau beeinträchtigt, aber ich meine, Geschmäcker sind verschieden, von daher. Wie gesagt, ob sich nur irgendwas verbessert, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wir wissen auch jetzt ohne Elimination Chamber nicht, wie der Main Event von WrestleMania lauten wird. Dementsprechend hat sich im Grunde nicht viel geändert. Ja, und schon haben wir gleich zu Beginn des Podcasts eigentlich schon eine Idee, wie man abdriften könnte. Wir wollen es jetzt natürlich nicht machen. Man könnte jetzt wieder die alte Frage aufwerfen, inwiefern die WWE überhaupt zu viele Pay-Per-Views am Start hat. Aber dazu heute lieber kein Wort. Wir haben es oft genug besprochen. Ja, nee, das können wir dann noch mehrmals
Das denke ich auch. In 75% aller Matches, die auf der Karte sind, kann ich dir erklären, warum WWE zu viele Pay-Per-Views hat. Ja, das kann man theoretisch bei jedem Pay-Per-View, ne? Nein. Die Probleme sind vielschichtig da und tiefer, als man das mal in den Pay-Per-Views festmachen könnte, aber egal. Vielleicht. Aber egal, genau. Das soll heute nicht unser Thema sein. Wir wollen uns ganz auf Fastlane konzentrieren und fangen mal an mit der Pre-Show. Ein Match ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht angekündigt, aber man wirbt ganz groß mit Miz TV und Paul Heyman wird zu Gast sein. Tja, er wird wohl Brock Lesnar entsprechend ins rechte Licht rücken und sagen, dass es eigentlich völlig egal wird, wer hier gewinnt. Können wir uns sonst noch irgendwas anderes erwarten von diesem Segment? Nö. Außer dass Miz da einen Spot kriegt. Ja, vermutlich. Also ich werde es mir definitiv schenken. Weil wenn überhaupt was an der Pre-Show interessant ist, dann sind das die Matches. Aber auch wenn ich großer Paul Heyman-Fan bin, ich vermute mal, das, was er am Sonntag sagen wird oder am Morgen sagen wird, wird er dann am Montag bei Raw nochmal wiederholen, von daher. Zur Not wird's eingespielt. Genau. In einem Video. Das wird wahrscheinlich wahrscheinlich vor dem Main Event oder zumindest irgendwann während der Main Show sowieso nochmal wiederholt. Ohne Auszüge davon. Das denke ich auch. Also ich als treuer MaxDome-Zahler werde mir das natürlich auch angucken, die Pre-Show, und werde dann entsprechend berichten, wie es war. Große Erwartungen habe ich auch nicht. Mal gucken, ob noch irgendein Match auf die Card geklatscht wird. Bin ich mir relativ sicher. Du hast es vorhin schon angedeutet, ob die Ascension gegen New Day nochmal ran dürfen oder ob man irgendwas anderes. Tyson O'Neill und hier, Tyson O'Neill und Darren Young. Ja, die Ascension würde sich ja anbieten. Genau, nachdem quasi Tyson O'Neill und Darren Young jetzt wieder vereinigt wurden. Und ich glaube, genau, es war ja auch in einem Match gegen die Ascension. Also insofern ist da ja auch ein Anknüpfungspunkt gelegt. Schauen wir mal, was dann noch kommt. Viel mehr muss man zur Pre-Show, glaube ich, dann auch nicht sagen. Gehen wir in die Card. Ich weiß noch gar nicht so genau, wie wir anfangen sollen. Genau, die Reihenfolge ist ja eh nicht klar. Fangen wir einfach mit der Reihenfolge an, die wir bei uns im Board auch haben. Und da steht bei mir als erstes Match das Six-Man-Tag-Team-Match. Dolph Ziggler, Eric Rowan und Ryback treten an gegen Seth Rollins, Big Show und Kane. Ja, es wirkt fast so, als ob man die, ja, ich hätte beinahe gesagt, drei tragenden Gestalten der letzten Wochen, nicht unbedingt im positiven Sinne, Big Show und Kane zusammen mit Seth Rollins noch irgendwie auf die Karte packen musste. Und was bietet sich da mehr an als die Survivor Series? Ich sag immer fast Geeks, es klingt irgendwie so blöd, da einfach wieder im Dreierteam auch noch mit reinzustecken. Und nun haben wir dieses Match. Ja, was soll man dazu groß sagen? Natürlich ist es nur gedacht, um diese Leute, also Dolph Ziggler, Seth Rollins, Big Show und Kane auf die Karte zu bringen. Das Match schwebt ein bisschen zwischen gar keinen Aufbau und klassischer Lückenfüller und langer Aufbau, weil die beiden, oder die Personen haben es ja schon irgendwie seit der Soße miteinander zu tun. Ich persönlich habe ohnehin das Gefühl, dass ich jede erdenkliche Paarung mit Big Show und Kane schon gesehen habe. So auch diese gefühlt gab es das Match oder Matches in ähnliche Konstellationen in den letzten Monaten 80.000 Mal. Ich meine, erst bei SmackDown gestern oder heute, um mal Kayfabe zu brechen, gab es Kane gegen Ryback. Das hat man alles 80.000 Mal gesehen. Mein Interesse daran ist tendiert gegen null, um nicht zu sagen in den negativen Bereich. Mit viel Glück wird es ein halbwegs anständiges Match, aber mit Sicherheit nichts, was besser ist als das, was man von so einem Match bei Raw oder SmackDown erwarten würde. Und wie oft hat man so ein Match bei Raw und SmackDown schon gesehen? Von daher, mit wirklich Pay-Per-View-Qualität hat das genau nichts zu tun. Also da wäre mir echt Dolph Ziggler gegen Seth Rollins lieber gewesen im Einzelmatch, aber das musste man ja bei Raw und SmackDown auch mitbringen. Von daher. Ja, und du musst ja auch die Eckpfeiler der letzten Raw- und SmackDown-Ausgaben, Big Show und Kane, auch irgendwie auf die Karte packen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ja, jetzt hätte ich beinahe ganz zynisch gesagt, stell dir mal vor, anstelle Big Show würde jetzt hier Samoa Joe stehen, aber das spare ich mir mal lieber. Das hatten wir so weit ja auch nicht kommen. Nein, natürlich nicht. Naja, aber wir hatten ja in den letzten Tagen die News draußen, dass Hunter wohl ein gewisses Interesse haben soll. Glaube ich nicht dran. Bin ich ganz ehrlich, von den Quellen, von das da kommt, glaube ich nicht. Ja, Samoa Joe ist zu alt und man hat wesentlich, Samoa Joe
ist noch nicht mal unbedingt zu alt, das wollte ich noch nicht mal sagen. Was wollte ich gerade sagen? Naja, ich bin 35 und sich dann in ein Jahr zu NXT gehen, kann ich mir schwer vorstellen, aber an ihm heftet einfach die Marke TNA. Und man hat AJ Styles nicht verpflichtet, der vom Look wesentlich besser passt und der im letzten Jahr sich zum besten US-Wrestler gewechselt hat in New Japan. Und ja, also eigentlich sogar im letzten Jahr mehr abgeliefert hat als Daniel Bryan. Okay, Daniel Bryan war lange verletzt, aber tatsächlich für die meisten gilt er als derzeit bester Wrestler in den USA oder US-Wrestler. Und den hat man nicht verpflichtet. Dementsprechend kann ich mir das bei so einem Match gleich gar nicht vorstellen. Ja, vielleicht würde es vor dem Hintergrund Sinn machen, eben dass Joe ja quasi das Urgestein von TNA ist und dass Hunter eben sagt, gut, ich nehme jetzt Joe, weil ich es kann. Es heißt ja auch, dass die Stimmung bei TNA ausgesprochen ja ernüchtert sein soll, dass Joe sich entschieden hat, TNA zu verlassen. Und das wäre doch auch so eine typische moralische Kiste. So, wir können Joe haben, weil wir einfach wollen und ihr könnt ihn nicht mehr haben, obwohl ihr ihn haben wolltet. Bei WWE denkt man da einfach anders. Man denkt einfach, es ist schon ein bisschen so wie ein Zeichen setzen, dass wer zu TNA geht, wird niemals von WWE verpflichtet. Das ist eigentlich die aktuelle Denkweise. Jemand, der zu TNA geht, kann sicher sein, dass WWE ihn wahrscheinlich nicht mehr nehmen wird. Ja, aber Bully war ja auch kurz im Rumble. Ja, das ist ja auch wieder was anderes. Das sind Leute, die bei WWE groß geworden sind. Ja, hast ja recht. Beziehungsweise die einfach schon wesentlich vor ihrem TNA-Rang wesentlich größere Namen hatten. Aber ja, ein Drew McIntyre dürfte es jetzt zum Beispiel schwer haben. Wie gesagt, in Samoa Joe dürfte es erst recht schwer haben, der war noch nie bei WWE. Also ich glaube, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es war ja auch nur so ein kleiner Seitenhieb, weil wie gesagt, Big Show ist mittlerweile, meine ich, 44. Und Joe ist der ungleich bessere Wrestler und hat dann, bis er in dem Alter ist, noch 8 Jahre vor sich ungefähr, 8, 9 Jahre. Aber unabhängig davon, dass er ungleich der bessere Worker im Ring ist, sehe ich genau wie du die Wahrscheinlichkeit doch als eher gering, um es mal diplomatisch auszudrücken, dass wir Joe bei NXT oder im Main Roster irgendwie sehen werden. Das glaube ich auch nicht. Ja, zum Match selber gibt's auch von meiner Seite nicht viel zu sagen. Wenn Rollins und Ziggler die meiste Zeit worken, was ich hoffe, könnte es halbwegs interessant werden, wobei ein Singles-Match ungleich besser wäre. Je länger Big Show und Kane im Ring wären, desto zäher dürfte die ganze Kiste werden. Und ja, die Karten mussten voll werden und das ist der einzige Hintergrund für dieses Match. Was davon zu halten ist, weiß man ja auch schon genau, wenn man weiß, dass das Ganze Donnerstag nach SmackDown bekannt gegeben wurde, nicht mal während der Show. So heißen, am Dienstag, wo man SmackDown aufgezeichnet hat, war es wahrscheinlich noch nicht mal klar, dass es das Match geben wird. Ja, das sind die Pay-Per-Views in der heutigen Zeit, in deren Matches 2 Tage vor der Show auf die Karte geknallt werden. Überhaupt war es hier wieder so, dass 6 Tage vor der Show standen 3 Matches auf der Karte. Das sagt, glaube ich, sehr viel über die Qualität des Aufbaus solcher Shows auf. Man geht davon aus, dass die Leute sich, ja, okay, das Network kaufen, weil es eben dort die Pay-Per-Views gibt, unabhängig davon, wie die Karte aussieht und dass sich die Pay-Per-Views ansonsten als herkömmliche Pay-Per-Views verkaufen, weil es halt WWE-Pay-Per-Views sind und vollkommen egal, was da auf der Karte steht. Das ist für mich irgendwie die Quintessenz aus diesem Aufbau. Man gibt den Main-Event bekannt, vielleicht den Co-Main-Event noch und der Rest ist unwichtig, weil die Leute kaufen sich so oder so. Ja, das ist so. Wobei man jetzt fast schon die Diskussion um die Anzahl der Pay-Per-Views daran wieder auch festmachen kann, aber das wollen wir hier an dieser Stelle erstmal lassen. Gehen wir lieber weiter zum nächsten Match. Das Bruderduell. Angeblich. Ich kann nicht gefragt, wer denn gewinnen wird. Oh, Entschuldigung, Jens, wer gewinnt denn? Es ist scheißegal. Achtung, ich weiß noch, was du sagst. Es könnte mir nicht egaler sein, wirst du sagen. Nee, ich gehe zu 100% davon aus, dass die Heels gewinnen werden, weil, ja, keine Ahnung, dort hast du immer noch Seth Rollins, den du schützen musst und den du irgendwie aufbauen musst, und Eric Rowan, der Chopper. Dementsprechend bin ich mir zu 100% sicher und Big Show und Kane werden eigentlich auch immer geschützt. Dementsprechend bin ich mir zu 100% sicher, dass die Heels hier gewinnen werden. Ja, tendiere ich auch zu. Gerade weil du ja mit Big Show und Kane die beiden absolut bösesten Heels hast im Moment, da musst du sie ja stark darstellen und Rollins wird ja auch noch eine gewisse Rolle spielen. Und wie gesagt, Ziggler, Rowan und Ryback, ja, Lückenfüller, ne? Also sehe ich genauso. Gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Match, das eben schon angesprochene Bruderduell. Angeblich sollte es groß aufgebaut werden für WrestleMania 31, nun hat sich die WWE aber entschieden, das Team doch schon früher zu splitten und das Ganze
auch bei Fastlane schon auf die Karte zu setzen. Das muss zwar, ja, Entschuldigung, wolltest du was sagen? Nee, sprich dein. Okay, das muss zwar noch nicht heißen, dass damit sich der Plan, die beiden auch bei WrestleMania 31 gegeneinander zu stellen, erledigt hat, aber zumindest hat man jetzt dann das Ganze, wenn es auf ein WrestleMania-Match auch hinauslaufen sollte, auf zwei Matches gestreckt. Die Vorfreude auf dieses Match ist bei meiner Seite, sag ich mal, überschaubar. Bei den Fans wirkt es ähnlich. Ja, man hat wohl so ein bisschen den Moment hier verpasst für die Ansetzung. Es lässt viele einfach kalt. Wie siehst du's? Ja, also was heißt kalt? Ich meine, so wirklicher Hype ist nicht da für eine Bruderfehde. Auch hier wieder absolut typisch, dass das Match auch wieder zwei Tage vor der Show bekannt gegeben wird. Und dass die ganze Fehde, die es ist auch hier wieder zwiegespalten. Grundsätzlich hast du so viel Zeit und grundsätzlich wurde das so lange angedeutet. Der entscheidende Punkt, also der entscheidende Turn und der Aufbau wird dann aber innerhalb von 5 Tagen durchgezogen und das Match auf die Karte knallt. Das Ganze zeigt mir eigentlich schon, dass dieses Match zu 100% nicht auf der WrestleMania-Card landen wird. Daran glaube ich vor Lachen nicht, weil überleg mal, was du jetzt hast. Du hast jetzt, also gehen wir mal davon aus, es läuft auf Lesnar gegen Reigns raus, du hast Cena gegen Rusev, du hast Sting gegen Triple H, du hast White gegen den Undertaker, bist du schon bei 4 Matches. Dann hast du ja, keine Ahnung, wo man Brian reinsteckt, Brian gegen Sheamus, jetzt nur mal angenommen, Brian gegen Sheamus, da bist du bei 5 Matches, Orton gegen Rollins bist du bei 6 Matches, das Steven-Match bist du bei 7 Matches, dann hast du noch Dean Ambrose, gegen wem auch immer, bist du bei 8 Matches. Wo soll das Match stattfinden? Dementsprechend, dann hast du wahrscheinlich noch irgendein Take-Team-Match, da bist du bei 9 Matches, dieses Match wird es nicht auf die WrestleMania-Card schaffen. So einfach ist das. Punkt. Und gleich gar nicht, wenn du das schon einen Monat vorher hast. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also, da bin ich mir 100% sicher, dass das nicht passieren wird. Also vielleicht siehst du dann Goldust dann schon tatsächlich am Sonntag zum letzten Mal. Ich finde, dass die Fehde Potenzial hatte, dass man das sogar ganz gut umgesetzt hat mit diesem Stardust, hat Cody Rhodes übernommen und so. Das hat alle schöne Ansätze. Dass die Fans sich dafür über einen Scheiß interessieren, liegt einfach daran, dass man die beiden in den letzten Monaten vollkommen hat erkalten lassen. Aber das hatte für eine Midcard-Fehde richtig gute Ansätze, wenn du es richtig aufbaust und dann auch lange aufbaust, zum Beispiel hättest du ja jetzt bringen können, erst so Goldust will ja gar nicht gegen Stardust antreten, aber er will ihn so überzeugen und am Ende hat er aber keine andere Wahl. Dafür hast du einfach überhaupt gar keine Zeit mehr, obwohl du so viel TV-Zeit eigentlich zur Verfügung hast. Dem ist es jetzt ein bisschen überhastet und wenn das jeder andere Pay-Per-View zwischen Extreme Rules und SummerSlam wäre, dann könntest du das wahrscheinlich selbst in Co-Main-Event stellen oder so, normalerweise mit einem guten Aufbau. Und so ist es halt nur ein weiteres Match, 2 Tage vorher angekündigt und innerhalb von 5 Tagen übers Knie gebrochen und die Storyline zum Match hingeführt und haftet natürlich ein Makel dran. Ansonsten möchte ich fast behaupten, dass das vielleicht, naja, es gehört für mein Dafürhalten zumindest zu den Matches, auf die ich mich ein bisschen mehr freue, weil es tatsächlich neu ist und ja, weil es das Match wahrscheinlich in naher Zukunft nicht noch 80 Mal geben wird. Nee, wenn Coulthard seine Karriere auch dann relativ bald beenden wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es dann öfter sehen, auch eher überschaubar. Ich finde es nur ein bisschen schade. Goldust, das wirkt immer so, als ob er darauf hingearbeitet hätte, gegen seinen Bruder bei WrestleMania so eine Art Retirement-Match zu machen. Er ist jetzt keine der allergrößten Legenden in der WWE, aber der Junge ist 45, liefert immer noch gut ab, hat seine Titel gehalten. Gut, es waren auch hier nie die größten, mal ab und zu Hardcore, ich glaube 3-mal Intercontinental und mehrfacher Tag-Team-Champion. Aber er war immer da und hat auch immer abgeliefert. Und es ist ein bisschen schade, wie du es eben schon sagtest. Das zählt aber bei wenig. Das galt auch für Finlay und William Regal und die haben noch nicht mal ein Abschiedsmess bekommen. Richtig. Das zählt ist alles richtig. Christian, mich würde nicht wundern, wenn Christian nie wieder ein Match bestreitet. Nee, also, das zählt wird bei wenig. Nicht passieren. Und das finde ich eben einfach nur ein bisschen schade, in Anführungszeichen, dass das nicht passieren wird. Man muss ja fast schon froh sein, dass die beiden es jetzt bei Fastlane noch auf die Karte geschafft haben. Ja, schade, weil wrestlerisch wird das Match absolut in Ordnung werden, das denke ich auch. Und genau wie du habe ich zumindest gewisse Bedenken, dass entgegen anderslautender News in den letzten Tagen die Wahrscheinlichkeit, dass Stardust gegen Goldust bei WrestleMania nochmal stattfinden wird, eher sehr gering ist. Am ehesten Chance sehe ich da
dass die beiden sich bei Wrestling nochmal gegenüber, WrestleMania nochmal gegenüberstehen, wenn man tatsächlich noch eine Battle Royale auf die Karte knallt. Aber als Singles Match, no way. Sehe ich überhaupt gar keine Chance, bin ich ganz ehrlich. Weil die Karte jetzt schon überfüllt ist und es ist noch gar nicht raus, ob was Ambrose, wie gesagt, welches Match Ambrose bekommt. Und so weiter und so fort. Also dementsprechend sehe ich da eigentlich keine großen Chancen zumindest. Wenn wir jetzt mal von der von dir aufgeführten Prämisse ausgehen, dass es vielleicht tatsächlich nicht zu einem Match bei WrestleMania kommt, wer gewinnt dann dieses Match bei Fastlane? Stardust. Kann ja nur eigentlich Stardust sein, ne? Darf nicht mehr auch zu einer. Also, wenn ich jetzt ein Szenario mir ausdenken würde, gehe ich davon aus, dass Goldust noch vor WrestleMania sein, also zumindest aus den Shows geschrieben wird, und dann würde das bedeuten, dass Stardust hier am Sonntag gewinnt. Und entweder war es das dann schon, oder dass es dann nochmal ein Rematch am Montag gewinnt und das gewinnt, gibt und das gewinnt Stardust dann nochmal. Ja, denke ich auch. Also Goldust wird auch das Rematch ganz sicher nicht gewinnen. Und dann wird es das gewesen sein. Das denke ich auch. Gut, kommen wir weiter auf der Karte zum nächsten Match. Das WWE Tag Team Championship Match steht auf dem Programm. Die Usos gegen Cesaro und Tyson Kidd. Wie auch schon beim letzten Tag Team Championship Match hat man auch hier die Paarung insofern immer wieder mal angedeutet, als dass man beide Wrestler in Singles Matches gegeneinander antreten hat lassen. Ab und zu waren auch mal die jeweiligen Ehefrauen mit im Mix Tag Team Matches dabei und so weiter und so fort. Jens und mir gefällt diese Art und Weise der Inszenierung dieses Matches nicht so wirklich, aber es scheint derzeit zumindest der Standard bei der WWE zu sein. Wrestlerisch glauben wir beide, dass diese ganze Kiste nicht schlecht werden wird. Was hast du sonst zum Match zu sagen? Ich glaube sogar, dass das theoretisch gut werden wird. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es wird schon... Ja, keine Ahnung. Es hat Potenzial, ein richtig gutes Match zu werden. Aber ich denke davon, dass es ein gutes Standard-Usos-Match wird, die, wenn es drauf ankommt, immer richtig gut sind. Aber... dass es eben halt jetzt hier kein irgendwie Match of the Year Kandidat oder irgendwas werden wird. Dafür ist das Ganze irgendwie, keine Ahnung. Also die Usos sind wirklich anständige Wrestler und natürlich Cesaro und Tyson Kidd noch viel mehr. Aber es wird ein richtig cooles Match werden und wird sicherlich für Stimmung beim Pay-Per-View sorgen. Aber ich würde dich jetzt hier nicht mit zu hohen Erwartungen angehen. Also man hatte zumindest den Vorteil, dass man das Club als Take-Team-Match, also in dieser Konstellation das Take-Team-Match nicht so oft hatte. Zuletzt, es waren immer nur die Singles-Matches und so. Genau. Also zumindest nicht ganz so schlimm wie gegen Miss und Sandow. Aber ja, warten wir es einfach mal ab. Ich meine, ich gehe nicht mit zu hohen Erwartungen ran, dann kann ich einfach nur positiv überrascht werden. Aber ich denke, das wird schon anständig werden, vermutlich mal ganz stark. Ja, ich gehe ein bisschen optimistischer an die Geschichte ran, weil mir haben Kidd und Cesaro schon beim Rumble richtig gut gefallen gegen New Day. Und du hast es schon angesprochen, die Crowd-Reaktionen könnten auch gut werden, denn Pay-Per-View-Crowd ist meist eine smarkige Crowd. Und beim Rumble wurden ja Kidd und Cesaro als Heels übelst gefeiert. Und von daher könnte da auch richtig stimmungsmäßig gut was rüberkommen. Und wenn man Cesaro und Kidd auch machen lässt und dem Match so 10 Minuten plus gibt, kann ja sein, wir haben ja nur 7 Matches auf der Card, dann könnte das echt eine richtig gute Sache werden. Lassen wir uns überraschen. Wer gewinnt? Neue Champions oder verteidigen die Usos? Ha. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht, was man, wie gesagt, Richtung WrestleMania plant. Das ist, glaube ich, hier relativ entscheidend. Ich kann mir aber, ich weiß es nicht. Das ist so schwierig. Du kannst mit den Usos als Champions zu WrestleMania gehen und dort Cesaro und Kidd nochmal die Chance geben, beziehungsweise irgendwie so ein Multi-Tag-Team-Match bringen. Du kannst natürlich Cesaro und Kidd die Titel geben, aber es hieß ja, dass die beiden die Titel bekommen sollen. Allerdings stellt sich auch die Frage, welches Match bietet sich an für die beiden, für WrestleMania? Welche Gegner bieten sich für die beiden dort an? Und ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Ich dachte ja erst, vielleicht Dolph Ziggler und Ryback, aber dieses Tag-Team scheint sich ja jetzt auch nicht so richtig entwickelt zu haben. Deshalb frage ich mich, gegen wem sollen sie bei WrestleMania antreten? Und deshalb bin ich skeptisch, ob sie die Titel wollen. Für die Usos hast du die Ascension notfalls, aber wie gesagt, irgendwie so ein Multi-Tag-Team-Match. Bei Cesaro und Kidd weiß es einfach nicht. Weil,
Ja, ich bin aber auch skeptisch, ob man die WWE Tag Team Gürtel überhaupt bei Mania verteidigen wird. Das ist ja auch ja, nicht. In der Pre-Show oder sowas. Bin ich mir relativ sicher, weil das bietet sich eigentlich gut an, um möglichst viele Teams auf die Karte zu klatschen. Und wie, also es geht ja meistens mittlerweile nur nach da oben. Da, wie gesagt, die Pay-Per-View-Prämien ja irgendwie im Nix verschwunden sind, geht es ja eigentlich nur noch darum, vor dieser Kulisse aufzutreten und dann kannst du die auch in die Pre-Show stellen. Ja, also, aber da bin ich mir relativ sicher. Also, oder du packst sie in die Battle Royale, kannst du ja auch machen. Schauen wir mal. Gut. Ja, wenn es eine gibt, wie gesagt. Abwarten. Aber nun hast du gerade gesagt, dass es ganz schön schwer ist, hier zu tippen, aber hast du noch nicht getippt. Na, keine Ahnung. Ich sag mal Cesaro und Tyson Kidd, aber 50-50. Ja, ich sag auch 50-50, aber hoffe auf Cesaro und Tyson Kidd. Einfach, weil ich Cesaro gerne mag und ich weiß, es ist nur ein Tag-Team-Gürtel, aber es wäre das erste Mal, dass er die Tag-Team-Championship bei der WWE halten würde und das ist doch auch was Feines. Und für Kidd wäre es... Ja? Ich meine, es ist ja, es wäre im Grunde gar nicht so schwierig. Du siehst ja bei NXT, ja, ich hatte ja, wie gesagt, die Diskussion mit dem Alexander Nolte, der darüber, wie man Booking bei NXT benutzen kann, um im Main-Roster oder das Main-Roster aufzuwerten. Dazu gehört nicht mehr erst nicht immer eine tiefe Storyline, aber eine logische Storyline, also heißt klar ermittelte Number One Contender, die nicht jedes zweite Match verlieren, Champions, die nicht jedes zweite Match verlieren, die vielleicht auch im Vorfeld auseinanderhalten, was man hier natürlich nicht gemacht hat, sondern und wie gesagt, die Championships wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn du das machst, dann sind die Tag Team Titel schnell was wert. Aber ja, keine Ahnung. Sie waren auch schon mal wertlos auf einer. Gut. Kommen wir von den Tag Team Gürteln zu einem weiteren Gürtel, nämlich dem Intercontinental Championship Gürtel. Bad News Barrett muss gegen Dean Ambrose antreten. Nicht ganz freiwillig, sogar im höchsten Maße unfreiwillig, kam es ja dazu, dass Ambrose Bad News Barrett dazu gezwungen hat, den Vertrag zu unterschreiben. Gefesselt, geknebelt, nicht, aber immerhin gefesselt. Die Hand hat er ihm auch noch geführt. Du hast es in der letzten Raw-Ausgabe auch schon angesprochen, inwiefern das logisch nachvollziehbar oder sinnvoll ist, dass der Herausforderer bzw. der Champion selber sich aussuchen kann, wann und gegen wen ein Titelmatch auf dem Programm steht. Es ist nur so gekommen, es gab kein Wort der Aufklärung und nun ist das Match da. Was erwartest du dir davon? Das ist im Moment ist alles ein bisschen schwierig hier vorauszusagen und hier auch eine wirkliche Prognose abzugeben oder für mich selbst eine wirkliche Einschätzung abzugeben, ob ich mich auf was freue oder nicht freue. Das Ding ist einfach, mein Gefühl sagt mir, dass der Intercontinental Championship den Tod bedeutet. Den Tod deiner Karriere bedeutet. Dementsprechend, auch wenn jetzt alle wieder sagen, ja, wenn Dean Ambrose gewinnt, dann ja, wird der Titel wichtiger und bla 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 bla. Keine Ahnung, wenn ich nur 1 Euro kriegen würde für jedes Mal, wo ich das gehört habe, in den letzten Jahren, bei Curtis Axel, bei Big E, bei Cody Rhodes, bei diesem, bei jedem, wenn der und der den Titel gewinnt, dann wird der Titel wieder wertvoller und vielleicht hat man dann ja was vor, weil der und der den Titel gewinnt, bei Bad News Barrett, was genau das gleiche. Quintessenz daraus war, dass derjenige den Titel gewonnen hat, um danach fast alle Matches zu verlieren. Das war jetzt immer so. Niemand bringt den Titel auf ein neues Level, der Titel zieht dich runter. So einfach ist das. Ein Paradebeispiel oder Ausnahmen bestätigen die Regel heißt immer so schön, das ist dann vielleicht bei John Cena könnte das der Fall sein. Aber hier ist es einfach so, dass Bad News Barrett ist ganz unten. Tiefer geht's eigentlich im Grunde nicht. Und wenn ich Dean Ambrose mal irgendwo eine Niederlage gewünscht habe, dann hier. Aber ich befürchte, diese Niederlage wird es nicht geben und dann wird er als Intercontinental Champion zu WrestleMania gehen. Und ja, für ihn ist es halt der Tod. Von eigentlich dem heißesten Star im Herbst zum untere Midcard. Aber sagen wir mal so, sind wir positiv, zumindest hat man versucht, hier ein bisschen sowas wie eine Storyline aufzubauen und ein bisschen den Titel in den Mittelgrund. Also man hat's ja versucht. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auch wenn Dean Ambrose hat ja gegen Barkeeds gewonnen im Vorfeld, Bad News Barrett hingegen hat, wenn er überhaupt gekämpft hat, und ich glaube, er hat nur einmal gekämpft gegen R2, jetzt bei SmackDown, und da hat er verloren. Hätte man Bad News Barrett noch ein paar Matches bestreiten lassen und den tatsächlich mal ein paar Matches gewinnen lassen können, als ihn als nicht als typischen WWE-Heel, der eh nichts gebacken bekommt, denn das auch das ist Bad News Barrett dargestellt, sondern hätte man ihn als glaubhaften Herausforderer oder Champion hergestellt, also zwei starke Gegner gegeneinander, dann hätte man hier sehr, sehr vieles richtig gemacht, vor allen Dingen, da die beiden eigentlich, glaube ich, noch nie ein Match hatten. Von daher gesehen, hier hat man es tatsächlich mal richtig gemacht, also das, was man
Bei den Tag-Teams diesmal, naja, nicht so wirklich hatte. Also die beiden haben noch kein Match miteinander bestritten und man hat sie voneinander ferngehalten. Das ist eigentlich für so ein Titelmatch einfach die beste Voraussetzung eigentlich. Also wenn man was Positives sagen will, dann tatsächlich, dass die Paarung neu ist, dass du in den letzten Wochen das nicht oft gesehen hast und dass es tatsächlich mal sowas wie ansatzweise eine Storyline um diesen Titel gibt oder einen Grund dafür. Und dass das Match wahrscheinlich auch anständig werden könnte, das sind so die positiven Sachen, aber natürlich, wie es so ist, wenn man genauer hinguckt, findet man auch negative Sachen, aber naja. Ja, du hast alles, was du gerade gesagt hast, würde ich genauso auch unterschreiben. Das Problem ist nur, eigentlich hat man meines Erachtens hier wirklich alles richtig gemacht. Nur einmal ist es eben nur der Intercontinental Championship Gürtel, was das Ganze in ein schlechtes Licht rückt. Und zum anderen, diese, sag ich mal, Unstimmigkeiten oder unlogischen Aspekte bezüglich der Tatsache, dass Barrett sich selber aussuchen kann, gegen wen er Ja, okay, aber verteidigt ich und dass es meine, nicht angedeutet wird. das hätte ich irgendwie noch ignoriert, weil da ist es einfach so, das ist nun mal WWE. Genau, Und es ist ja das auch das Ding, ich hab's glaube gestern auf Twitter auch geschrieben werden, wo das Ding ist, ich glaube, die meisten, die zugucken, die merken das gar nicht. Den kannst du das sagen, dann fällt's dem vielleicht auf, aber ich glaube, 80% der Casual merken diese Unlogik gar nicht. Ich meine, ob das jetzt, ich halte mich jetzt auch zurück, ob das wirklich gut oder schlecht ist. Also, mag jeder für sich selbst entscheiden, aber keine Ahnung, ich bin irgendjemand, der über solche Sachen dann doch mal nachdenkt und na, egal. Ja, egal. Mich nervt eher, dass Bad News Barrett, wie gesagt, eigentlich der letzte Dödel ist. Und gar nichts gebacken bekommt. Das ist eigentlich das, was mich wirklich in den Sack geht. Ja, wobei ansonsten gefällt mir der Aufbau um dieses Match wirklich gut. Also du hast es ja auch schon gesagt, die Storyline ist für einen IC-Gürtel ja fast schon bahnbrechend im Vergleich zu den letzten Monaten, die wir hier hatten. Und charismatisch sind beide auch gewesen im Aufbau. Du hast die beiden voneinander ferngehalten. Ihre Promos waren gut bis richtig lustig. Also das Match wird auch nicht schlecht werden. Also Barrett ist ja geht einen relativ stiffen Stil. Ja, aber Ambrose das Ding ist, auch. das ist so diese Ironie. Ich meine, denken wir doch mal weiter. Natürlich, Barrett ist ein großer Typ, der aussieht wie ein Badass, der richtig ordentlich zulangen kann, wie man ja auch schon in vielen Matches gesehen hat. Aber was ist denn die Realität? Die Realität ist, dass er gegen die größten Geeks verliert und dass er am Montag vorgeführt wird, vorgeführt wurde, wie, keine Ahnung, wie die Hauptdarstellerin bei 50 Shades of Grey hieß. Keine Ahnung. Das ist die Realität. Eigentlich ist es schon wieder unglaubwürdig, wenn du jetzt am Sonntag ein Match bringst, wo die beiden sich ordentlich die Fresse einhauen, weil Bad News Barrett wurde in den letzten Monaten genau anders dargestellt. Da war er nämlich die letzte Pussy. Mit ADS, wie man wieder gemerkt hat, bei SmackDown. Und das ist halt einfach das Ding. Ich meine, du hast so einen Typen, der gefährlich aussieht und der ordentlich reinhauen kann und dann stellst du ihn da wie der letzte Idiot. Also am schlimmsten, wie gesagt, vom ganzen Aufbau fand ich eigentlich dieses, ich fessel dich und dann lasse ich dich einen Vertrag zwanghaft unterschreiben, der keine Ahnung woher kommt. Also das fand ich echt buh. Dann, ja, da ist mir wieder klar geworden, was man eigentlich, keine Ahnung, wie bescheuert eigentlich Bad News Barrett dargestellt wird. Ja, kann ich in diesem Fall trotzdem ein bisschen besser mit umgehen als du. Das ist so, aber ärgert mich jetzt nicht so extrem, wie mich manches anders geärgert hat. Und ich freue mich auch ein Stück weit drauf, muss ich sagen. Das Match wird in Ordnung. Also denke ich schon. Gut, du hast schon gesagt, wer gewinnt? Du hast Dean Ambrose gesagt. Nein. Ich habe Nicht? gesagt, ich habe doch gesagt, wenn ich einmal gehofft habe, dass Dean Ambrose verliert, dann hier. Ja, aber du glaubst nicht, dass es so kommt, hast du gesagt. Weiß ich nicht genau. Ist auch wieder so eine 50-50-Sache, aber ich glaube tatsächlich, dass Dean Ambrose gewinnt. Und ja. Tschüss, Karriere, kann ich da nur sagen. Ja, wenn der Titel wirklich wechselt, wäre blöd. Vielleicht wird's auch, was ich, DQ oder so eine Geschichte. Aber dann kriegst du das Rematch bei Mania, aber ich weiß nicht, ob man das nochmal bei Mania bringt. Glaube ich eigentlich nicht. Kann ich mir nicht Das vorstellen. ist halt das Ding, dass du hier viele neue Fäden hast, wenn du so möchtest. Also Rusev gegen Cena, Bella gegen Paige, Bad News Barrett gegen Ambrose, Usos gegen Cesaro und Kid. Obwohl du einen Monat vor WrestleMania bist. Also normalerweise ist die Stardust Goldust.
Normalerweise ist die Quintessenz, dass du normalerweise bei WrestleMania entweder Rematches hast, was vollkommen untypischer ist, wäre. Ja. Weil normalerweise solltest du doch bei WrestleMania frische Paarungen haben, also auf die man hinfiebern kann und nicht was, was du ein paar Wochen vorher schon gesehen hast. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann, müsstest du für alle neue Programme starten. Also, okay, mal abwarten, was das werden wird. Da fällt mir ein, WrestleMania-Card. Natürlich wäre Miz gegen Demi Sander auch so ein Match, was normalerweise, was du bei WrestleMania bringen könntest, was ich aber auch stark bezweifle. Weil das Match einfach, man weiß es nicht genau, aber man könnte sagen, Demi Sandow ist so heiß, dann gibst du ihm das Match und dann gibst du ihm den Sieg, aber irgendwie, ich bezweifle, dass das die Intention von WWE ist. Das wäre aber die einzige Option, die die WWE ziehen könnte, wenn sie das Match auf die Card packen wollte, denn Sandow ist unglaublich over in den letzten Wochen. Aber es gibt zu viele, ne? Ja, er ist unglaublich over, aber wie lange dieses Obersein anhält, wenn er dann nicht mehr das Double von The Miz ist? Bleibt mal echt abzuwarten. Denn weswegen ist er denn Ober? Weil er mehr schlecht als recht dem Miss nachmacht. Wenn er ihn mit dem Miss, ne? Das ist ja die eigentliche Ironie, dass eigentlich der Split bedeuten könnte, dass du alles damit zunichte machst. Ja, völlig richtig. Deswegen musst du es ja bis Mania auch dann strecken. Naja, warten wir's mal. Gar nicht. Warten wir's mal ab. Ich meine, möglich ist es natürlich, genau wie Stardust und Bolt das möglich wäre. Aber wenn ich wetten würde, dann würde ich sagen, eher Miss und Sandow als Stardust gegen Goldust, aus einem einfachen Grund, weil Miss gegen Sandow hier nicht auf der Karte steht. Ja. Und man könnte ja in der Pre-Show da irgendwas inszenieren in die Richtung. Man weiß es nicht genau. Ich tippe auf Ambrose nach Pinfall. Ambrose wird den Titel gewinnen. Und das ist natürlich alles andere als gut, aber ich glaube, es wird passieren. Weiter geht's. Viele Titel stehen auf der Karte. Ich dachte zuerst, wir haben hier Night of Champions. Die Divas Championship. Bitte? Ich glaube, da standen nicht so viele Titel auf der Karte. Bei Night of Champions. Ich glaube. Stimmt, der US Championship, weiß ich gar nicht. Ja, doch, obwohl der World Title fehlt noch. Ja, klar, US Championship, Rusev, Cena. Ja. Okay, passt nicht, weil der World Title noch fehlt. Mhm. Gleichwohl, Divas Championship wird verteidigt, Nikki Bella muss gegen Paige antreten. Paige, in den letzten Wochen völlig ungewohnt für Diven-Verhältnisse, hat eigentlich jedes Match gewonnen. Das kannte man von den Contendern in der Vergangenheit eigentlich nicht aus dem Diven-Bereich. Ja, Nikki Bella hat sich mit ihrer Schwester immer wieder mal mit Paige angelegt, diverse Sprühaktionen, auf sie ausgeführt, sie als bleichen Vampir gekennzeichnet, auch schon mal die Ringklamotten geklaut, alles für Divenfehde recht illustrig dargestellt. Ansonsten ist es eben ein weiteres Divas-Match, ne? Ja, es gab im Bereich der Diven sicherlich schon wesentlich schlechter aufgebaute Matches. Aber das Ganze versprüht jetzt halt auch nicht irgendwie nicht unbedingt nicht unbedingt das Gefühl, dass man wirklich was Besonderes sieht. Ja. Auf der anderen Seite bin ich gespannt, weil ich gehe mal davon, ja, man weiß es nicht genau. Ich denke, das Match wird 8 Minuten so bekommen. War ja auch ein großes Thema über die Woche, Nikki Bella, die gesagt hat, dass sie gerne mehr Matchzeit haben möchte als bei den Weeklies, weil man so keine Story erzählen kann. Also ich erinnere mich an, vor ein paar Wochen gab es, glaube ich, ein Match beim Main Event zwischen Paige und Nikki Bella, was ungefähr genauso lange ging wie das Team-Match beim NXT-Special, also doch deutlich über 10 Minuten. Ich habe jetzt nicht viel gehört, dass das Match großartig gelobt wurde. Und ich möchte nicht sagen, dass sich Nikki Bella selbst ein bisschen überschätzt. Das wäre ziemlich fies. Aber sie überschätzt sich ein bisschen, glaube ich. Ich will auch nicht sagen, es ist halt ein Match on Divas Champion Title. Es ist nichts wirklich Besonderes, nichts wirklich Aufregendes, aber gab schon wesentlich Schlechteres. Aber ich erwarte mir hier auch keinen Klassiker, sondern ich denke, das Ganze wird ähnlich sein wie bei TLC, AJ gegen Nikki Bella. Und das war jetzt auch nicht so großartig, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und in diesem Bereich wird es auch kommen, wahrscheinlich auch so 7 Minuten, 8 Minuten. Warten wir es mal ab, aber ich würde jetzt da auch kein Feuerwerk warten. Nee,
Also ich gehe in dieses Match auch ohne irgendeine Erwartungshaltung rein. Dann kann ich eben nur positiv überrascht werden. Das hast du ja an anderer Stelle der Card auch schon mal gesagt. Oder ich werde eben bestätigt in meiner nicht vorhandenen Erwartungshaltung. Muss man mal gucken. Es ist eben ein Divas-Match mit Nikki Bella. Das wird, auch wenn sie sich meines Erachtens im Ring ein Stück weit verbessert hat, aber es wird eben keine Glanzleistung. Was heißt das schon? Ich meine, ja, eben. Wir werden hier nicht auf NXT-Niveau kommen, nicht annähernd. Und von dem her ein weiteres Divas-Match. Viel mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Die Frage ist nur, die bleibt, holt sich Paige den Titel zurück oder behält Nikki? Glaube ich nicht. Also, außer Nikki hat jetzt Heat wegen ihren Aussagen bei dem Interview, man weiß es ja nie genau. Dann kann ich mir den Titelwechsel vorstellen. Auch hier hängt viel in der Luft. Was plant man für Mania? Plant man für Mania ein Multi-Team-Match? Dann ist alles möglich. Plant man für WrestleMania vielleicht nochmal Paige gegen AJ, den man AJ jetzt irgendwie zurückholt für Mania und jetzt Paige den Titel gibt, wäre ja durchaus möglich. Soll Natalya irgendwie einen Spot bekommen? Würde ja aufgrund von Total Divas auch immer irgendwie passen mit Nikki Bella. Von daher ist alles möglich. Nikki Bella durch ihre Beziehung mit John Cena dürfte aber eine gute Ausgangslage haben als Champion zu WrestleMania. Ich denke auch. Nikki wird den Titel nicht verlieren. Dafür hat Paige einfach zu viel gewonnen in den letzten Wochen und vor dem Hintergrund, denke ich mal, bleibt alles so, wie es ist und man wird dann sehen, wie sich's weitergeht. Ich glaube, Nikki Bella hat seinen Rumble gar keinen mitbestritten. Nee? Verletzt oder so? Nein, ich glaube nicht. Lass mich überlegen. Ich glaube nicht. Nee, ihre Schwester hat ab und zu gekämpft. Aber ich glaube, Nikki nicht. Nee. Ich meine auch nicht. Aber es kann sein, die war verletzt, oder war nicht immer die Meldung, dass sie sich auch bei irgendeiner Hautstruktur angeschlagen hat? Aber das war vor dem Rumble. Ah, oh, mysteriös. Beim Rumble nee, ist sie ja... Sie hatte ein Dark Match gegen Emma. Und ansonsten kein einziges Match, auch beim Hausschuss nicht. Ha. Krass gemeint. Gut. Lassen wir das mal so stehen. Und kommen zum nächsten Championship-Match. Das von vielen, ja, sag mal, immer wieder, ich will nicht sagen herbeigesehnte, aber zumindest doch positiv betrachtete Match zwischen dem bitterbösen US-Champion Rusev gegen das heelige Face, will ich mal sagen, John Cena. Aufbau, ja, wie immer hätte ich beinahe gesagt. Rusev agiert wie ein lupenreines Face. Cena wie ein lupenreiner Heel, der trotzdem vom Publikum nicht mehr als sonst ausgebuht und bejubelt wird, so wie es bei Cena eben immer so ist. Jetzt treffen sie bei Fastlane um den US-Titel aufeinander. Und die Frage ist auch hier, was hat man für beide bis WrestleMania geplant? Gibt es da ein Rematch? Ich denke mal schon, dass die beiden bei Mania nochmal aufeinander... Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ich verstehe das nicht. Außer, dass man WrestleMania irgendwie wirklich auch das Standing von WrestleMania total runtergeschraubt hat durch das Network. Und weil, also quasi sagt, scheißegal, was wir dort bringen. Wir bieten den Leuten was an, weil ich verstehe nicht die Intention, wenn man Rusev gegen John Cena, also wirklich das irgendwie aufbauen will und wirklich als großes Match vermarkten will. Der unbesiegte Rusev für Russland gegen John Cena, der Retter der amerikanischen Nation. Das hättest du so groß aufbauen können und Rusev eben noch als United States Champion, das wäre so ein Selbstläufer gewesen. Und stattdessen hast du jetzt hier nach dem Royal Rumble ohne Aufbau, nach dem Royal Rumble einen Tag oder bei SmackDown, was ich glaube, oder ich weiß nicht, wann man das Match bekannt gegeben hat, wirklich ohne vorher irgendwas anzudeuten, klatschst du das jetzt auf die Karte, damit du das bei Fastlane das Match bringen kannst. Und das lässt mich fragen, warum. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man hat jetzt irgendwie gemerkt, also ich verstehe den Plan nicht. Also das Ganze wird für mich überhastet. Wenn du den Plan hattest, das Match aufzubauen, warum deutest du vorher nicht was an? Warum hier dieses sinnlose Backstage-Segment beim Rumble und dann das Match sofort auf die Karte setzen? Und das ist so, als wenn du zwei Wochen Aufbau oder zwei Wochen Andeutung vollkommen überspringst und dann sofort irgendwie... Also entweder planst du für John Cena irgendwie ein ganz großes Match bei WrestleMania oder für Rusev. Vielleicht kommt doch noch The Rock und fordert Rusev raus, dass du Rusev gegen Rock aufbauen willst. Irgend sowas, dass du sagst, okay, wir ziehen jetzt das Match schnell vor, um das doch noch irgendwie zu bringen.
Die weniger spektakuläre Variante wäre natürlich, dass du Rusev jetzt hier gewinnen lässt und den Titel verteidigen lässt und bei WrestleMania bringst du dann das Rematch und da schlägt dann John Cena zu und besiegt das russische Weltreich, indem er Rusev zum Abklopfen bringt. Das ist halt irgendwie dann doch so wahrscheinlichere Variante. Sind wir ehrlich, wir haben alle gewusst, dass Cena derjenige sein wird, der Rusev erste richtige Niederlage beibringt. Und aber ob, wie gesagt, ob man dieses besondere, ohne diese besondere mit richtig guten klassischen Aufbau im hier aller Hulk Hogan, Gott, wie hieß er? Kolov, oder? Bitte, was denn? Kolov. Ja, ich glaube, Volkov? Volkov. Nikolai Volkov, oder was meinst Kolov. Du? Ja, naja, ist ja egal. Oder Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter, dass du das einfach mal beiseite lässt, um das jetzt so zu rushen, wie es so schön heißt, ist erstaunlich, aber am Ende für mich nicht wirklich von Bedeutung. Ich mag Rusev. Es gibt hier schon vermeintliche Experten da draußen, die glauben, dass Rusev kein guter Wrestler ist. Ja, ich meine, er ist kein Seth Rollins, aber Rusev ist gut besser als die Hälfte des Rosters, möchte ich das mal behaupten. Oder naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber wenn du diese Leute siehst wie Ryback, Eric Rowan und so weiter und so fort und auch ja, Kane the Big Show sowieso, dann hast du auch noch The Miz, auch Damien Sandow ist jetzt nicht unbedingt weit entfernt davon, richtig klasse zu sein. Und ich denke, Rusev, seine Rolle oder seinen Stil, den er bringen soll, zeigt er schon sehr, sehr überzeugend und er ist besser als auch Roman Reigns zum Beispiel, auch der ist nicht so nicht gut. Also Rusev hat sich da wirklich im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren deutlich gemacht und hat sich zu einem richtig anständigen Worker entwickelt. Und ich denke, es wird ein interessantes Match. Das wäre grundsätzlich auch ein Match gewesen, was WrestleMania würdig ist. Und interessanterweise hat man es ja auch bei WWE immer erwähnt, dass das eigentlich ein Match war, weil das fand ich immer großartig. Und, ich glaube, das hatten wir schon mal bei einer Review besprochen, dass eigentlich in den Shows erwähnt wurde, dass das Match eigentlich für WrestleMania geplant war. Und die Kommentatoren haben das ja auch erwähnt. Und eigentlich durch diese Aussage bricht man Kayfabe. Mhm. Denn warum war denn das Match geplant? Also es war hinter den Kulissen geplant und die Internetfans wussten das und so weiter und so fort. Aber laut den Shows hatten die beiden ja nie irgendwas miteinander zu tun. Und dadurch, dass man sagt, das war eigentlich für WrestleMania geplant, bricht man Kayfabe. Weil wer hatte das denn geplant? Wo waren die Anzeichen für dieses Match? Die beiden hatten vorher nie was miteinander zu tun. Also finde ich ganz interessant und wie gesagt, dadurch, dass es so überhastet wirkt, sehe ich noch die Chance, dass da noch irgendwie was kommt, was nicht auf Rusev gegen John Cena 2 hinausläuft, aber die Chance schätze ich als kleiner ein, sagen wir mal. Ja, ich schätze sie sogar als noch kleiner ein. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Match bei Fastlane zwischen den beiden nichts anderes ist als die Vorstufe oder ein Stein im Aufbau für WrestleMania. Rusev wird das Match gewinnen, bestimmt durch irgendeinen dusseligen Eingriff von irgendeinem, keine Ahnung, wer da noch irgendwie kommt. Dann wird er Cena bestrafen und ach Gott, was auch. Die ganze 0815, du hast es schon gesagt, Hulk Hogan, Standardgeschichte, früher 80er, später 80er, früher 90er, um dann bei WrestleMania die Verhältnisse wieder gerade zu rücken und in gleißendem Licht zu erstrahlen. Nichts anderes wird es werden. Ja, aber das Ding ist, es gibt dann trotzdem keinen Grund, das nach dem Royal Rumble so überhastet durchzuziehen. Ohne Aufbau, ohne großes Engel, ohne nix. Das ist ja der springende Punkt. Warum? Warum hat man von dem Rumble nicht irgendwie schon was angedeutet? Warum musste das wirklich eigentlich vollkommen aus dem Boden gestampft werden, am Tag von WrestleMania oder am Tag nach WrestleMania? Dafür gibt es keine Erklärung. Also auch nicht, wenn du jetzt willst, dass Rusev bei Fastlane erst gewinnt. Das hast du ja vorher schon gewusst. Es gibt dafür keine gesunde Erklärung. Und, es gibt dafür keine Erklärung. Es ist einfach so. Es gibt auch keine Erklärung, warum man jetzt sagt, das wäre eigentlich ein WrestleMania-Match gewesen. Warum sagt man das? Wo ist da die Logik dahinter? Also ich finde, die Logik ist nur, wenn sich Pläne geändert haben. Nein, doch. Man kann das schon auch ein bisschen anders sehen. Du musstest doch Cena beim Rumble, musstest du ihn doch gegen Rollins und Lesnar entscheiden. Gab's vor dem Royal Rumble keine Shows, wo du irgendeine Auseinandersetzung bringen kannst? Wo du bringen kannst, dass John Cena und Rusev sich über den Weg laufen? Oder keine Ahnung, wo Rusev in einer Promo John Cena als strahlenden amerikanischen Held attackiert?
Ja, vielleicht glaubt Vince, dass das den Durchschnitts-WWE-Fan überfordert. Nein, das glaube ich nicht. Es deutet für mich alles darauf hin, alles, dass sich irgendwelche Pläne geändert haben. Weil sonst macht die Aussage, das Match war eigentlich für WrestleMania geplant, die man so oft in den Shows gebracht hat, überhaupt gar keinen Sinn. Für mich macht diese Aussage keinen Sinn. Wenn das Match immer noch für WrestleMania geplant ist. Also für mich macht unter WWE-Booking-Gesichtspunkten schon noch ein bisschen Sinn, weil man bookt ja nicht langfristig bei der WWE. Das hat doch damit nichts zu tun. Wenn das Match immer noch für WrestleMania geplant ist, warum erwähnt man in den Shows seit dem Tag, man hat, lassen wir zurückblicken, nach dem Royal Rumble, also nach der eigentlichen Show, noch nicht mal bei der Show, sondern man hätte es ja auch beim Royal Rumble bringen können, also praktisch zwischen dem World Title Match und dem Royal Rumble Match hätte man bringen können, dass der geschlagene Cena Backstage geht und angesäuert ist und dann Rusev kommt. Das war aber nicht der Fall. Nach dem Royal Rumble Match hat man in so ein Backstage-Video aufgenommen, was noch nicht mal, was ich glaube, auf der App ausgestrahlt wurde. Bei der Pre-Show war es, glaube ich, also die schon kaum jemand geguckt hat, bei der Post-Show. Genau, Post-Show. Dann hat es halt dieses Segment bei SmackDown, ich glaube, gab es da überhaupt ein Segment? Ich glaube, Raw fiel aus, bei SmackDown hat es noch irgendwas. Auf jeden Fall, und schon, glaube ich, bei dieser Raw-Ausgabe, am Tag nach Royal Rumble, haben die dieses Match festgesetzt. Ohne irgendwas, nur aufgrund dieses Engels hast du sofort das erste, was wir gedacht haben, ist John Cena gegen Rusev bei Fastlane. Zu diesem Zeitpunkt gab es quasi überhaupt gar keine Erklärung, warum das Match auf einmal kam. Und sofort wurde gesagt, dieses Match war eigentlich für WrestleMania geplant. Und wenn du genau weißt, dass du beim Fastlane das erste Match bringst und bei WrestleMania das zweite Match bringst, aus welchem Grund erwähnst du, dass dieses Match für WrestleMania geplant ist? Wo macht das Sinn? Ja, das macht wenig Sinn, das stimmt schon. Das ist richtig. Das hätte man dann in der Tat anders verkaufen sollen, können, müssen, weiß ich nicht. Da hast du ja völlig recht. Da bin ich ja bei dir. Also nicht, dass ich glaube, dass man darüber nachgedacht hat, aber ich würde nicht hundertprozentig darauf wetten, dass es das Metro WrestleMania nochmal gibt. Es ist wahrscheinlich, oder was heißt, es ist die einfache Möglichkeit, aber keine Ahnung, ich bleibe im Zweifel, sagen wir mal so. Dann ist natürlich die Frage, jetzt können wir mal so ein bisschen spinnen, was wäre denn die Alternative für Rusev? Könnte es tatsächlich Rocky sein? Was machen wir dann mit Cena? Ja, das kennt ihr, ja, keine Ahnung, ich kann dir das nicht erklären. Also John Cena gegen Randy Orton, weil das schon immer funktioniert hat. Ich weiß es nicht. Bringen wir es doch einmal ganz einfach anders. Was wir hier immer vergessen, ne? Ich gehe davon aus, dass der Main Event von WrestleMania kein Triple Threat Match wird. Was glaubst du denn, was der Main Event ist? Ein Singles Match. Brock Lesnar gegen Daniel Bryan oder Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Und dann bleibt einer übrig, der nix hat. Und der könnte dann gegen Cena ran. So sieht's aus. Und es würde beides passen. Vor allem Daniel Bryan gegen John Cena würde passen. Wird ja so ein bisschen in Widerspruch zu dem stehen, was Vince McMahon angeblich von sich gegeben haben soll mit dem Triple Threat Match, aber das wäre ja auch nicht das Beste. Darauf gebe ich nichts. Auch weil sich diese Sachen so schnell ändern, weil letztendlich kannst du Roman Reigns am Sonntag Heel turn lassen und dann hast du Heel Reigns gegen Face Lesnar, weil Lesnar eh das Face sein wird und dann hat sich die Ausgangslage wieder komplett geändert. Es gibt ja auch genügend Leute, die gesagt haben, dass die Pläne weiterhin Bestand haben und dass es weiterhin auf Reigns gegen Lesnar hinausläuft. Also abwarten. Oder du lässt Reigns verlieren und stellst Bryan gegen Lesnar dort rein. Aber ich glaube nicht schon wieder an den Triple Threat Match. Weil das würde auch bedeuten würde, keine Ahnung, dann bräuchtest du jetzt ja einen No Contest im Main Event oder so. Also das müsstest du ja erstmal auch gewinnbringend irgendwie erklären. Und ob es dann jetzt irgendwie gut ist, den Royal Rumble-Sieger dann im No Contest, naja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es gibt Möglichkeiten. Natürlich gibt es dann immer noch die Möglichkeiten, Daniel Bryan gegen Dolph Ziggler zu stellen, wenn er verliert. Weil du für Ziggler theoretisch auch nichts hast. Also Optionen gibt's viele, aber ja, warten wir mal ab. Genau. Und auf Vince angebliche Aussagen muss man sich eh nicht zwingend verlassen, weil das haben wir ja nur gelernt im Laufe der letzten Jahre. Vince kann seine Meinung auch noch mal ein paar Minuten vor der Show ändern. Das ist und bevor mich jemand fragt, ich glaube nicht daran, dass der Rock zurückkommt, aber wie gesagt, wenn man weiter spinnt und zu sagen, dass dieser Aufbau von Rusev ging, sondern sie mal irgendwie ein bisschen antiklimatisch wirkte, dann wäre das eine Option, aber ich glaube nicht dran. Gut. Also glauben wir schon, dass einiges dafür sprechen könnte, dass wir die Partie tatsächlich bei Mania dann nochmal sehen, ohne dass wir unsere Hand dafür ins Feuer legen würden. So ungefähr kann man ja, es vielleicht. Ja, genau. Alles ist möglich und das ist am Ende die unspektakulärste und wahrscheinlichste Option. Wenn wir nach dieser wahrscheinlichsten Option gehen, müsste Rusev hier ja gewinnen.
Ja, natürlich, ja. Ja, also tippen wir beide auf Rusev 4. Ja, oder DQ oder sowas. Ja, also auf jeden Cena Fall kann auch nicht per DQ clean. gewinnen. Das denke ich Also auch. Rusev wird den Titel behalten, sagen wir mal so. Oder man ist ganz verrückt, man ist ganz verrückt und will wirklich mal das Talent overbringen, und das bedeutet, dass John Cena sich hier den Titel holt, um ihn bei WrestleMania an Rusev zu verlieren. Du machst ja Scherze. Ja, ne, schon Pferde kotzen sehen, aber ich meine, natürlich hat John Cena dann auch die Streak gebrochen, aber John Cena hat auf der großen Bühne den Titel wieder verloren. Also das wäre mir wär zumindest besser als andersherum. Man könnte meinen, du hättest Fieber. Ja. Unglaublich. Glaube ich nicht dran. Und du ja auch nicht. Wieso wird irgend sowas gemunkelt? Nö, aber ist ja möglich. Also möglich ist hier alles. Ich meine, aus welchem Grund soll das dann bei WrestleMania zum Beispiel nicht um den UFC Championship gehen? Wäre ja auch dann die nächste Frage, wenn jetzt hier Rusev gewinnt, du machst das Rematch bei WrestleMania, warum geht's dann auf einmal nicht um den Titel? Macht das irgendeinen Sinn? Nee, aber ja, wenn, musst du es auch da um den Titel gehen lassen. Ja, vollkommen richtig. Und dann gewinnt John Cena den Titel bei WrestleMania? Ja, zum Beispiel. Was? Da finde ich ja meine Theorie, dass er bei Fastlane den Titel gewinnt und bei WrestleMania verliert, fast glaubhafter. Weil was machst du dann mit John Cena nach WrestleMania? Diese Rollins Chest einfach ein, um den US-Titel. Ja. Wäre für Rollins tatsächlich, irgendwie war das eine Aufwertung des United States-Titels, den du in den Main Event stellen könntest, und für Rollins wäre es die bessere Option, weil Rollins hat immer noch den Koffer und so wirklich sehe ich nicht die Möglichkeit, dass er den Koffer eincasht, weil keine Ahnung, für mich wirkt das alles komplett antiklimatisch, weil jetzt hast du Lesnar. Also wir gehen jetzt mal davon aus, Lesnar willst du bei WrestleMania den Titel abnehmen. Gegen Daniel Bryan oder gegen Roman Reigns, egal wie du springst, egal ob jetzt Roman Reigns oder Daniel Bryan diesen Titel bei WrestleMania gewinnt, normalerweise sollte dann ein langer Run folgen. Es kann aber kein langer Run folgen, weil du bis Juni oder Juli den Money in the Bank Koffer noch hast. Also um ganz ehrlich zu sein, hätte ich es tatsächlich besser gefunden, wenn Seth Rollins den Koffer auch an Lesnar verloren hätte. Also wenn die vergeblich versucht hätte einzucashen oder sowas, weil ich bin der Meinung, dass Seth Rollins nicht bis Juli erfolgreich eincashen sollte. Dafür werden mich viele verdammen, aber wenn du jetzt Lesnar den Titel abnehmen lässt bei WrestleMania und dann sofort das Ganze durch dieses Sports Entertainment Cash In und mehr ist Money in the Bank nicht. Das hat ja nichts dazu zu tun mit dem 1 und 1 Vergleich. Mit der Titel ist jetzt jemand, der Lesnar besiegt, das unbesiegbare Monster. Der ist doch, keine Ahnung, der sollte doch der neue starke Mann sein, also der neue Unbesiegbare sein, der neue Held, der neue absolute Topstar, der den Titel hält, und der soll ihn durch ein Cash In wieder verlieren. Ich finde, das wird dem Ganzen einfach nicht gerecht. Und dementsprechend möchte ich eigentlich Seth Rollins nicht als erfolgreichen Cash-In sehen. Kann er denn überhaupt ein B-Title eincashen? Rein ich weiß theoretisch. Es nicht. Theoretisch nicht, ne? Eigentlich nicht, ne? Nee. Meine ich auch. Aber das wäre mal putzig, wenn Rollins von sich aus sagt, ich will eigentlich einen anderen Titel. Also das heißt natürlich, wie gesagt, nicht, dass ich nicht Seth Rollins irgendwann als World Champion sehen will, aber nicht bis Juli. Ja, dann casht er eben erfolglos ein, er wäre ja nicht der Erste. Ja, wäre schade drum, aber dieses Jahr passt es irgendwie nicht anders rein, finde ich. Ja. Gut, kommen wir zum Main Event. Das Poster von Fastlane wird ja geschmückt von Roman Reigns. Der sieht da so ein bisschen aus wie Bane, finde ich, bei Dark Knight Rises. So diese, diese Pose hatte der auch immer drauf, nur dass Bane ein bisschen cooler geguckt hat. Roman Reigns tritt gegen Daniel Bryan an. Ja, das hat sich Vince, glaube ich, auch alles ein bisschen anders vorgestellt. Reigns hat den Rumble gewonnen. Die Reaktionen in der Halle waren wohl noch verheerender als im Jahr vorher, als Batista den Rumble gewonnen hat. Die Crowd war alles andere als begeistert. Zuerst hat Vince gesagt, ist mir egal, ich zieh's durch. Hat dann aber doch relativ schnell gesagt, na, so einfach ist es wohl nicht. Und hat gesagt, pass auf. Hat alles nur noch schlimmer gemacht. Er hat es in der Tat, wir haben uns schon damit angefreundet, gut, dann soll man jetzt auch durchziehen. Und in dem Moment, wo sich auch schon ein paar mehr Smarks damit angefreundet hatten, hat Vince gesagt, gut, wir machen es jetzt doch alles noch ein bisschen schlimmer. Und jetzt hat er gesagt, wir stellen tatsächlich diese Möglichkeit, bei WrestleMania gegen Lesnar anzutreten, aufs Spiel in einem Match gegen Daniel Bryan. Und nu ist es hier tatsächlich passiert. Reigns gegen Bryan um die, sag mal, Number One Contendership bei WrestleMania. Du hast es schon gesagt, er hat es nur noch schlimmer gemacht. Ja, ich meine, die Situation ist verfahren. Sind wir ganz ehrlich, du kannst diese Situation im Grunde fast nicht mehr retten. Ja. Und
Zwei große Fehler sind, also es gibt auch hier so viele Facetten. Also zum Beispiel ist die Leute, die sagen, Roman Reigns hat den Rumble gewonnen und er hat sich das irgendwie verdient, da würde ich sagen, ja, mit was hat er sich verdient? Nicht mit Leistung. Er kann nichts dafür, dass die Leute ihm ausbuhen oder dass er den Rumble gewinnen durfte, da sage ich, okay, stimmt. Aber letztendlich, oder Daniel Bryan nicht schon wieder in den Main Event booken, egal ob er jetzt am meisten over ist oder ob er der beste Wrestler ist, dieses entwertete Royal Rumble Sieg und so, sage ich ja auch, stimmt auch irgendwie. Aber dann hättest du niemals Roman Reigns gewinnen lassen dürfen. So einfach ist das. Jo. Wenn ich in diesem Geschäft der Marktführer ist, muss ich doch ein bisschen ein Fingerspitzengefühl haben für das, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass in den letzten Monaten Roman Reigns nicht so funktioniert hat, dass er bei Royal Rumble oder beim Royal Rumble Daniel Bryan in den Schatten stellen würde. Oder dass er bei WrestleMania der Topshow ist. Sowas habe ich im Gefühl. Wie viele Leute haben vorher gewarnt, egal ob das jetzt Meltzer war, Idolverse und so weiter und so fort. So viele Leute haben gesagt, wenn du Roman Reigns den Rumble gewinnen lässt und Daniel Bryan ist drinne, das geht ein Bach runter. Und selbst wenn Daniel Bryan nicht drinne ist, muss erst abgewartet werden, wie die Leute bei WrestleMania gegen Brock Lesnar tatsächlich dann reagieren. Weil natürlich ist das ein absoluter Überpush, weil durch Leistung, wenn du jetzt sagst, K-Fape ist dort, durch Leistung hat sich Roman Reigns nicht verdient, sind wir ganz ehrlich. Es ist einfach so. Wie viele gute Matches hat er gezeigt? Ich will nicht sagen sein einziges, aber das Match, was als Singles-Match in Erinnerung bleibt, was richtig gut war, war bei SummerSlam, ne? Ja. Ansonsten fällt mir jetzt nichts ein. Und also, durch was hat er sich's verdient? Vor allen Dingen mehr verdient als Dean Ambrose gegen Seth Rollins, die ja auch in The Shield waren. Hat er nicht. Seine Promos waren nicht sonderlich gut. Er war nicht so over, dass du jetzt sagen könntest, er ist wirklich das the next big thing. Dann hättest du es natürlich retten können, indem du ihn einigermaßen gut darstellst und ihn nicht gegen Big Show und Kane und die ganzen Trottel stellst und ihn nicht lange Promos halten könntest, sondern indem du eben hier so einen zweiten Goldberg ranzüchtest, mehr oder weniger. Das hätte funktionieren können, aber auch nur, wenn du Daniel Bryan erst nach Royal Rumble oder sogar erst nach Fastlane zurückbringst. Und in Anbetracht dessen, dass wohl auch Randy Orton schon lange wieder fit ist und man ihn nicht zurückbringt, wäre das ja ohne weiteres möglich gewesen. Es wäre möglich gewesen, keine Ahnung, Orton, hättest du Orton statt Bryan beim Royal Rumble gebracht, bin ich mir relativ sicher, dass die Reaktion für Reigns nicht so ausgefallen wäre. Weil niemand hätte gesagt, oh, jetzt gewinnt Reigns und Randy Orton gewinnt nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und du hast dich jetzt in eine Krise gebuckt und auch egal, was du jetzt bei Fastlane machst, wenn du ein Triple Threat Match draus machst, hast du schon wieder ein Triple Threat Match bei WrestleMania. Und ich bin der Meinung, die richtig großen Matches sollten Single Matches sein. Das sollten keine Triple Fletch, keine Triple Threat, keine Fatal Four Way Matches sein. Die richtig großen epischen Matches sind zu 95 oder 99% immer Singles Matches. Und also soll heißen, ein Triple Threat Match ist schwierig. Roman Reigns im Main Event von WrestleMania zu stellen ist schwierig, weil dann ist er Heel, egal ob du ihn Feuer turnst oder nicht. Und dann bedeutet das, wenn Lesnar geht oder wenn du davon ausgehst, dass selbst wenn Lesnar nicht geht. Wenn Lesnar nicht geht und du Lesnar gewinnen lässt, dann hast du wieder monatelang keinen Champion. Wenn du Roman Reigns gewinnen lässt bei WrestleMania, dann gewinnt ein Heel im Main Event von WrestleMania. Kann mir mal irgendjemand aufzeigen, wann das letzte Mal der Fall war? War es jemals der Fall? Zumindest fällt es mir jetzt nicht ein. Roman Reigns wird, egal ob gegen Brock Lesnar oder gegen Brock Lesnar und Daniel Bryan, Roman Reigns wird WrestleMania nicht als Face verlassen. Oder er wird nicht als Face bejubelt. Das ist unmöglich. Das wird nicht passieren. Dann hättest du die Option Daniel Bryan gegen Brock Lesnar. Dann hast du natürlich wieder die Leute, die sagen, also für mich wäre das von der Matchqualität her mit Abstand das beste Match. Ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Bryan und Brock Lesnar und in den USA ist es auch tatsächlich so, dass die meisten Fans, gerade die Smart Marks, wollen genau dieses Match sehen. Die wollen sehen Brock Lesnar gegen Daniel Bryan. Und ich glaube, das wäre absoluter Kandidat auf ein Match des Jahres. Aber du hast auch wieder das Problem, dann hast du wieder, lässt du Daniel Bryan gegen Brock Lesnar gewinnen, dann hast du wieder das Problem, ja, aber dann ist ausgerechnet Daniel Bryan derjenige, der Underdog in dem Sinne, ausgerechnet derjenige, der eigentlich auch die Streak des Takers beendet, was ja auch wieder ein bisschen ist, weil du hast ja auch wieder eben diese gebrochene Streak und diese, ich sehe gar nicht diese Dominanz gegen John Cena beim SummerSlam, sehe ich gar nicht aus das Problem. Also im einfachen Grunde bei Night of Champions hat John Cena Brock Lesnar eigentlich besiegt. Nicht nur durch die Q, sondern eigentlich auch durch Pinfall, weil eigentlich war das Match zu Ende zu diesem Zeitpunkt. Nach dem EE oder was das damals war. Aber das Brechen der Streak ist auch wieder das Ding. Es bedeutet jetzt einfach was bei WrestleMania, Lesnar den Titel abzunehmen. Und ich bin der Meinung, du hast dich dieses Jahr in eine Ecke gebuckt, indem du
bestenfalls mit einem angekratzten oder mit einer grauen Weste, aber auf gar keinen Fall mit einer weißen Weste rauskommst. Jo, das kann man wohl auch so unterschreiben. Wenn man jetzt rein auf die Matchqualität abstellt, führt eigentlich an Daniel Bryan bei Mania kaum einen Weg vorbei. Das ist tatsächlich so. Nur wenn man jetzt auch andere Quellen aus dem Internet zu Rate zieht, die besagen ja, dass sich an den Plänen von Vince tatsächlich gar nicht so viel geändert haben soll, dass man tatsächlich mit Reigns zu Mania gehen soll. Ja, natürlich. Aber dann hast du Roman Reigns gegen Brock Lesnar im Main Event. Dann weißt du, Roman Reigns wird gnadenlos ausgebuht. Jo. Im schlimmsten Falle werden Lesnar und Reigns ausgebuht. Aber wahrscheinlich wird Brock Lesnar frenetisch bejubelt und Roman Reigns wird ausgebuht. Es ist also die Garantie, wenn Roman Reigns das Match gewinnen sollte, erstens wird das Match nicht gut. Das garantiere ich dir, weil Lesnar Reigns durch Match schleppen würde. Müsste. Und das hat Lesnar letztes Jahr schon mit dem Undertaker nicht geschafft. Du hast also ein Match, wo der Gewinner wahrscheinlich Heel ist. Und ja, wie gesagt, der Heel wird gewinnen und du hast ein schlechtes Match. Das ist genau das, wie WrestleMania eigentlich nicht endet. Ja. Und also, ich bin mir sicher, dass Lesnar bejubelt werden wird, egal ob er wieder Richtung MMA gehen wird oder nicht. Es wird kein zweites Goldberg Lesnar Geschenke geben. Das kommt dann auch drauf an. Das kommt dann drauf an, wenn vor WrestleMania klar ist, dass Lesnar geht, dann wäre ich mir da nicht so sicher. Ah, schauen wir mal. Gut, vielleicht bleibt er ja eh und das wird man dann ja auch sehen. Aber auf jeden Fall wird Reigns mit Sicherheit ausgebuht werden. Da bin ich mir auch relativ sicher. Und von daher, wenn man es wirklich noch halbwegs retten will, führt an Bryan eigentlich hier keinen Weg vorbei. Ja, aber wie gesagt, Bryan Lesnar besiegen zu lassen und damit auch irgendwie die Streak brechen zu lassen, hat auch irgendwie ein bisschen den Faden beigespannt. Ja, aber also nicht so fad, letztendlich hat ja John Cena, wie gesagt, indirekt schon die Streak gebrochen. Er hat Lesnar besiegt. Und er hat Lesnar dominiert bei Night of Champions. aber, ja, nee, wie ich sagte, es gibt keine optimale Lösung mehr. Nee, es gibt nur schlechte Lösungen und noch viel schlechtere Lösungen. Und das muss man erstmal hinkriegen. Und Bryan ist die am wenigsten schlechteste. Ich sehe jetzt keinen anderen. Also ja, was machst du dann aber mit Roman Reigns? Das ist ja der nächste Punkt wieder. Wenn du nur Daniel Bryan gegen Lesnar bringst, was machst du mit Roman Reigns? Lässt du ihn komplett fallen? Ja, der hängt dann in der Luft. Aber ich traue Vince noch ganz andere Sachen zu. Also, keine Ahnung, du lässt Reigns dann die Battle Royale gewinnen oder irgendeinen Schrott. Und jetzt ganz ehrlich, weil ja viele gesagt haben, Daniel Bryan gegen Dolph Ziggler, Dream Match, Match of the Year und so. Wenn Daniel Bryan aus diesem Match rausfällt und ein Match gegen Dolph Ziggler, ich habe ja vorhin die Karte aufgezählt, dann ist das vielleicht das 7., das 8. oder das 9. Match von oben von der Karte. Absolute Undercard, vielleicht 10 Minuten. Das wird kein Match of the Year. Das bekommt gar nicht genug Zeit, um Match of the Year zu werden. Und für Daniel Bryan, tiefer kannst du nicht sinken, weil Dolph Ziggler einfach nur ein Midcarder ist. Und nicht mal ein sonderlich gut dargestellter. Für Daniel Bryan wäre das ein sensationeller Abstieg. Aber ich meine, ne? Wer glaubst du gewinnt denn? Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein. Ich halte Reigns für möglich, ich halte Bryan für möglich, ich halte No Contest für möglich. Ich halte alles für möglich. Kann ja sein, dass am Ende kommt Roman Reigns, Brock Lesnar rein und haut beide um und sagt, ich will ein Triple Threat Match haben. Selbst das halte ich für möglich. Du willst dich also nicht festlegen? Nö. Nö. Dann leg ich mich mal fest. Ich sag Bryan. Rein vom Gefühl. Wobei ich genau wie du sehe, dass hier alle Optionen denkbar sind. Und schon haben wir doch was Positives gefunden, dass es bei vielen Matches gar nicht vorhersehbar ist, wie es ausgeht. Das ist doch auch was Schönes. Die Karte, wie gesagt, ist zwiegespalten. Wenn du jetzt sagst, nur rein von der reinen Matchqualität, dann ist es wieder so, dass die Karte grundsätzlich nicht verkehrt ist. Du hast ein Main Event, da wird sich herausstellen, was Reigns wirklich zu leisten imstande ist. Rusev gegen Cena wird nicht katastrophal, okay, Nikki Bella gegen Paige, da muss man sich echt nichts erwarten. Bad News Barrett gegen Dean Ambrose wird nicht verkehrt. Usos gegen Tyson Kidd und Cesaro wird nicht verkehrt. Stardust gegen Goldust wird nicht verkehrt. Ja, okay, das ist jetzt mein Take-Team-Match, wird nicht der Brüller werden, aber jetzt auch kein vollkommen, naja, wohl, dass man vollkommen outnorm Fall würde ich noch nicht mal, weil Eric Rowan und Ryback gegen Big Show und Kane, das als Take-Team-Match, das wäre schon meine Fresse, das hätte zumindest Chancen auf das Kandidat des am schlechtesten geworkten Männermatches bei WWE des Jahres. Aber
Grundsätzlich ist die Karte, der Aufbau war auch noch nicht so katastrophal. Nee. Aber er war jetzt auch nicht so super. Aber grundsätzlich von den ganzen Pay-Per-Views und gerade von allem, was vor dem Royal Rumble war, ist das natürlich ein Quantensprung. Also, wenn du jetzt dran denkst, TLC und wie die ganzen Shows hießen, das war ja manchmal ein richtiger Autounfall. Von daher hat man beim Aufbau hier zumindest solides abgeliefert. Das Problem ist, wir sind halt auf der Road to WrestleMania und dann, wenn ich irgendwas, wann ein bisschen mehr als solide Kost erwarte, dann auf der Road. Und die bietet man mir im Moment nicht. Und ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt nicht so hohe Ansprüche stelle, dass ich nicht sehe, wenn mir was total Tolles geboten wird. Und den total toll ist es jetzt auch nicht. Okay. Eine Sache haben wir jetzt noch nicht angesprochen, und zwar die groß gehypte Face-to-Face-Konfrontation zwischen Triple H und Sting. Ich für meine Person freue mich. Nee, es ist mir einfach egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt. Es wird dabei auch nichts groß rauskommen, außer dass es das Match vielleicht sogar schon festgelegt wird für Mania. Aber sind wir ganz ehrlich, ich brauche beim Pay-Per-View keine Promo. Nee. Das denke ich auch. Und vor allem das nicht, wenn schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Matches haben. Matches auf der Karte stehen. Brauche ich nicht. Nee. Das denke ich auch. Und von daher können wir es, glaube ich, auch hier relativ kurz halten. Es wird weiterhin keiner Hype sein für das Match bei WrestleMania. Da werden sie dann ihre, was weiß ich, 20 Minuten vielleicht kriegen, wenn, ja, doch wird es, denke ich mal, sein, zwischen 15 und 25 Minuten. Aber wie gesagt, das ist jetzt Spekulation in die Zukunft. Hier wird es einfach ein Segment um des Segments willen und ja, Hunter und Sting-Fans können sich drauf freuen. Ich werde es über mich ergehen lassen, freue mich nicht so richtig drauf, aber na gut, es wird ein Segment. Ja, es ist auch nicht so, bei mir ist es auch so, dass ich mich nicht drauf freue, sondern ich warte einfach mal ab, was es wird. Also ja, ich bin da vollkommen neutral ran. Ich nicht mal das. Ich lass es über mich ergehen und schauen wir mal. Damit sind wir aber auch schon am Ende angelangt. Du hast ja auch schon das Ganze so ein bisschen zusammengefasst. Ich sehe es im Großen und Ganzen auch so. Der Aufbau war für ein WWE Pay-Per-View nicht verkehrt, gerade wenn man das sieht, was in den letzten Monaten war. Andererseits sind wir auf der Road to WrestleMania, da kann man auch ein bisschen mehr vielleicht erwarten. Viele Fragezeichen bei den Match-Ausgängen, manche Fragezeichen bei den Match-Ansetzungen. Ja, schlauer sind wir vielleicht nach dem Pay-Per-View. Da das hofft man ja. Das hoffen wir, aber manchmal sind da auch Fragen noch etwas mehr als vorher. Wir werden auf jeden Fall drüber sprechen am Montag nach dem Event mit Julian, hoffentlich mit dir und mit mir. Mal gucken, ob wir uns dreimal wieder zusammenkriegen. Schauen wir mal. Ich werde es live gucken. Guckst du auch live? Vermutlich, ja, sehr schön. Nein. Dann werdet ihr uns dann ja bei uns im Chat wieder besuchen können auf der Startseite, sonst auch bei Twitter, da werden wir auch zugegen sein. Nehmen noch mal kurz das Wort, wenn es recht ist. Ja, gerne. Ich bewerb alles mal schnell. Also erstmal, wir haben ja heute Dienstag, Samstag, wie wir alle wissen. Ja, wie komme ich auf Dienstag? Weil Dienstag die Raw Review ist. Das kann sein. Wir haben heute Samstag und morgen gibt's natürlich wieder den Roundtable. Dann im Moment natürlich noch die Möglichkeit, an unserem Tippspiel teilzunehmen. Was ihr auf der Startseite irgendwo eine Ankündigung findet, einfach da draufklicken, da führt ein Link ins Board, dazu braucht ihr eine Anmeldung im Board, ja, wir haben auch ein Board, das Ganze ist kostenlos, braucht nur eine E-Mail-Adresse, also wie man sich halt anmeldet bei einem Board, das werde ich euch nicht erklären müssen, da könnt ihr an Tippspielen teilnehmen, am Ende des Jahres gewinnen die Gewinner der Gesamtwertung in allen Bereichen einen kleinen Preis, wenn ihr euren Tipp abschickt beim Tippspiel, wenn er abgeschickt ist, in diesem Thread seht ihr den First nicht. Den seht ihr erst, wenn die Deadline abgelaufen ist. Hat einfach die Frage kommt, wenn man mich ja täglich hin, ist das abgeschickt und wo muss ich das abschicken? Dieser Thread, den ihr da seht, nach dem Link, der ist leer. Da steht nur der Ausgangspost, aber wenn ich jetzt reingehen würde, ich würde alle Tipps sehen. Die sind da, die werden nur erst angezeigt, wenn die Deadline abgelaufen ist, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass einige machen sich dann einfach und weil einfach ist. Und kopieren einfach nur von ihrem Vordermann oder von dem, der einen Platz in der Gesamtwertung dahinter liegt oder so. Und sowas wollen wir einfach vermeiden. Soll jeder seinen Tipp abgeben. Und genau, dann gibt's natürlich, wie gesagt, ab
1 Uhr oder spätestens ab 2 Uhr bei uns wieder den Live-Bericht und auch wieder unsere Chat-Funktion wird auch wieder dabei sein. Da werden sich sicherlich wieder ein paar Leute einfinden. Dem Pay-Per-View noch läuft ein paar Stunden unser Gewinnspiel über Maxdome. Auch wenn ihr auf der Startseite guckt, auch da könnt ihr irgendwo gucken. Aber ich kann es euch auch jetzt direkt sagen. Und zwar gibt's halt Maxdome-Codes zu gewinnen für den Pay-Per-View. Die Frage ist, die weiß ich jetzt nicht auf den Kopf und ich bin nicht vorbereitet, aber die Quizfrage ist, welche Demütigung seitens der Bella Twins gab es vor dem anstehenden Divin Champion Titelmatch bei WWE Fastlane für Paige? Antwort 1, Paige wurde mit grüner Haarfarbe angesprüht. Antwort 2, Paige wurde mit einem Kübel Schleim übergossen. Antwort 3, Paige wurde mit Selbstbräuner eingesprüht. Wenn ihr die Antwort wisst, könnt ihr die unter dem Betreff Maxdome Gewinnspiel oder irgendwas in der Art an jme@wrestling-infos.de schicken. Zeit dazu habt ihr bis heute 18 Uhr. Und unter allen Einsendungen, und das sind schon ein ganz paar, wie ich dann mitbekommen habe, werden dann die drei Codes verlost und ihr werdet dann relativ zeitnah, wahrscheinlich noch Samstagabend, in Kenntnis gesetzt, ob ihr gewonnen habt. Ansonsten ist natürlich noch die Möglichkeit, auf Maxdome das Ganze zu buchen. Das ist ab dem heutigen Samstag noch für 14,99 € möglich. Auch da findet ihr, wenn ihr bei uns auf die Matchcard geht, da habt ihr die Verlinkung. Egal, ob ihr auf der Startseite auf dem Board habt ihr die Verlinkung direkt zum Maxdome, zur Bestellmöglichkeit. Morgen wird es dann nochmal so einen Post geben mit nochmal mit der Extra-Ankündigung zum Tippspiel, nochmal mit der Extra-Ankündigung zum Chat, nochmal mit dem Link zum Maxdome, nochmal mit den letzten Infos zum Pay-Per-View, mit den aktuellen Wettquoten und mit den Hype-Videos und so weiter und so fort. Also im Grunde alles, was ihr wissen müsst. Und ich glaube, Roundtable habe ich schon erwähnt, oder? Habe ich schon erwähnt. Und ich glaube, damit sind wir durch. Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Gut. Dann denke ich auch, sind wir am Ende angekommen. Ein Tipp vielleicht noch zum Abschluss. Achtet darauf, was ihr in der Öffentlichkeit über euren Arzt sagt. Es könnte sein, dass ihr schneller verklagt werdet, als ihr glaubt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, ein angenehmes Pay-Per-View und wir hören uns dann, denke ich mal, Montag nach Fastlane wieder. Tschüss! Tschüss!